Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs, unterm Tarp bei Regen, wie ihr sicherlich hören könnt. Und heute möchte ich mit euch einen kleinen Jahresrückblick machen. Wir gucken uns das Jahr 2018 auf meinem Kanal so ein bisschen an, die Touren und die Videos. Und außerdem erfahrt ihr auch noch, warum der Auto-Adventskalender unterbrochen worden ist und ob es damit noch weitergeht oder nicht. Viel Spaß mit dem Video. Ich möchte mich gleich mal am Anfang des Videos ein bisschen für die Lichteinstellung etc. Bei euch um Entschuldigung bitten. Das ist einfach gerade nicht anders machbar. Es regnet seit Tagen mehrfach durch. Ja, wir haben immer wieder Regen, vor allen Dingen, wenn wir rausgehen. Da kann ich einfach nichts gegen machen. Das heißt, die Kamera steht jetzt unterm Tarp und dann ist halt alles ein bisschen abgedunkelt. Ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Am Anfang gleich, warum der Auto-Adventskalender, normalerweise müsste ja jeden Tag ein Video kommen, nicht funktioniert hat. Das hatte zwei Gründe. Zum einen ist mein Hund krank geworden, bekommt gerade Antibiotika, aber Samwise geht es schon wieder deutlich besser. Hüpft hier überall rum, ja, also sozusagen ist die Gefahr erstmal gebannt, würde ich sagen. Aber das haben wir erstmal ein bisschen rausgebracht. Und außerdem waren wir hier letztens schon einmal draußen unterwegs, auch bei solchem Regen. Ja. Und da hat es mir irgendwie das Mikrofon vorübergehend zerschossen. Ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist. Auf jeden Fall waren dann vier Videos komplett, ja, der Ton war weg im Prinzip. Und ja, da saß ich auch zu Hause, hatte gute Laune. Und deshalb kam der Auto-Adventskalender halt jetzt nicht mehr. Aber da kann ich euch ein paar schöne Nachrichten bringen. Nicht nur werde ich die Videos aufholen, die ich jetzt sozusagen bis jetzt nicht gemacht habe. Das sind, glaube ich, 5 Videos, fehlen sozusagen in der Reihe. Sondern ich möchte das Ganze auch einfach ein bisschen weitermachen. Ja. Geplant ist, dass ich jeden... Hallo Sam. Dass ich jeden Mittwoch ungefähr ein neues Video dann rausbringe aus der Reihe. Ja. Vorher hieß es Outdoor Adventskalender und ich würde es einfach Outdoor Basics nennen von nun an. Ja, es geht einfach darum, ein paar lehrreiche Videos rauszubringen, ein bisschen Erfahrung, wie man Rucksack packt, habt und so weiter und so fort. Ja, solche Videos zu machen und das einfach ein ganzes Jahr immer weiterzumachen, weil ich habe gemerkt, da gibt es noch viel mehr als nur 24 Themen, die ich da bearbeiten kann. Falls ihr noch Themenvorschläge habt, die ihr gerne mal, ja, so behandelt haben wollen würdet, dann schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Ja. Ich lese mir das alles durch. Bin da sehr gespannt, was ihr so für Anregungen habt, worüber ihr gerne mal sprechen würdet oder auch gerne mal einfach ein Video haben würdet. Und ja, dann gucken wir mal, was wir das Jahr über so hinbekommen zusammen. Das Jahr 2018 hat ja eigentlich relativ erfolgreich im YouTube-Sinne angefangen. In meinem normalen Leben läuft eigentlich alles super, da kann man nichts gegen sagen. Vor allen Dingen am Anfang des Jahres, jetzt aber auch, noch immer besser wird es mit der Zeit. Und da waren wir, ich zumindest, im Harz unterwegs, beim Jens Habig, ja, auf dem Winter-Survival-Treffen. Davon gibt es auch ein kleines Video, ja, und außerdem habe ich da auch noch ein anderes Video veröffentlicht in der Zeit, und zwar... Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute schauen wir dreiste Lügen und Ausrüstung, die einfach nicht gut funktioniert. Ja, da habe ich tatsächlich mal in einem Video über Ausrüstung gesprochen, die halt, ja, im Prinzip schlecht ist. Oder auch einfach über die Albernheiten, die sich manche, ja, Werbe- und Produktleute so einfallen. Und das kam sehr gut bei euch an. Ich bin dafür allerdings auch sehr stark in Kritik geraten. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ne? Manchen Outdoor-Foren ist mir da sehr harter Wind entgegengeschlagen. Und das ist noch eine nette Formulierung. Ich sag mal so, ich habe mir gedacht, ich spreche einfach mal ehrlich darüber, was mich so interessiert und was mir auf der Zunge liegt. Und ja, wem es gefallen hat, dem hat es gefallen. Und wem es nicht gefallen hat, ja, das ist dann sein Pech. Danach habe ich relativ früh dann im Jahr den Heidschnuckenweg begonnen. Ja, das ist Norddeutschlands längster Wanderweg, sozusagen, ja, eine Art von Gegenstück zum Westweg im Prinzip für uns Norddeutsche. Und das ist ein fantastischer Wanderweg, muss ich sagen. Ich habe bis jetzt 2 Etappen gemacht, also nicht 2 Etappen vom Weg, sondern ich bin 2 Etappen gewandert und dabei jeweils knapp 3 bis 4 Etappen gewandert. Mir fehlen jetzt noch ungefähr 3, 4 Etappen, also nochmal knapp 90 Kilometer. Die werde ich wahrscheinlich dann erst im Frühjahr vom nächsten Jahr wieder anfangen können. Da sind ein paar sehr coole und schöne Videos einfach rausgekommen und auch, ja, einfach tolle Erinnerungen. Ich muss natürlich sagen, dass ich ein bisschen mit dem Wetter zu kämpfen hatte, weil, wie wir ja mittlerweile wissen, ist der Dezember ja kein Winter mehr, sondern eher so Januar, Februar. Und das habe ich auf der Tour auch ordentlich gemerkt. Und ich hatte gerne mal minus 5 Grad Regen, Wind von allen Seiten. Also es hat mir körperlich sehr viel abverlangt, wenngleich der Heidschnuckenweg an sich kein so schwieriger Wanderweg ist, wie es jetzt zum Beispiel der Westweg oder eine Alpenüberquerung ist. Insgesamt habe ich im Jahr 2018 relativ wenig an Touren geschafft, vor allen Dingen Weitwandertouren. Das möchte ich ein bisschen dieses Jahr wieder erhöhen.
Das hatte mit verschiedenen Dingen zu tun, zu denen wir später auch noch kommen, warum ich es nicht geschafft habe, größere Touren wirklich noch dazwischen zu quetschen in meinen freien Tagen. Aber dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall wieder mehr davon machen und euch dann auch einfach zeigen können. Am coolsten auf dem Heidschnuckenweg waren natürlich ja, die namensgebenden Heidschnucken, ja, die Schafe mit diesen dieser geilen ja, Faser-Wollfell, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, aber es sind einfach schöne Tiere. Außerdem die Passage von Handeloo und Undeloo, ja, weil dort ist noch so das unberührteste Stück, wo du auch keine richtigen Straßen hast. Und bei dem Wetter bin ich dann halt auch stundenlang gewandert, ohne anderen Menschen zu begegnen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das sehr angenehm manchmal finde, ja, als Gegensatz zum Stress, den man in seinem sonstigen Leben hat. Später dann habe ich ein Video gemacht, wo es darum ging, dass ich mit sehr wenig Geld und spartanischer Ausrüstung einfach mal entspannt eine Nacht draußen schlafen wollte, den Leuten auch mal zeigen wollte, wie einfach das geht. Und das Video kam sehr gut bei euch an. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Es ist einfach ein tolles Video geworden. Also einfach im Prinzip 24 Stunden Bushcraft mit 50 € habe ich das, glaube ich, genannt. Und das Interessante allerdings war, dass manche angefangen haben, zum Beispiel die Geheimzutat und das Essen, das ich mitgenommen habe, mit einzuberechnen in den Gesamtpreis. Ich war davon ausgegangen, dass es selbstverständlich ist, dass man das sozusagen bei der Ausrüstung beim Draußenschlafen nicht mit einberechnet. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Und ich denke mal, ich werde versuchen, mit noch weniger Geld, wenn das Wetter ein bisschen besser ist, im Winter würde ich das vielleicht nicht machen, einfach eine Runde draußen zu pennen. Ja? Im Frühjahr oder so gucken wir mal, ob wir da ein neues geiles Video hinbekommen. Kurz darauf stehen dann auch schon zwei Groß-Events, vor allen Dingen in meinem Privatleben, an. Eins davon kriegt ihr immer mit, das ist der kleine Samwise, den haben wir uns dann geholt, ja, kurz bevor wir umgezogen sind. Wirklich noch ein so kleiner Pups, jetzt ist er so ein Pups geworden. Ja. Und es macht einfach Spaß, ihm dabei zuzugucken, wie er aufwächst und ihn auch ein bisschen zum Outdoor-Hund dran zu gewöhnen, draußen einfach viel zu sein. Ja, das ist ja eigentlich für so ein Tier eigentlich ja auch natürlich. Und deshalb macht es mir sehr viel Spaß, sozusagen immer jemanden, einen kleinen Kumpan mit draußen zu haben, der dann vielleicht auch später mal, wenn er ein bisschen trainiert ist, mitwandern kann. Das wird wahrscheinlich im Frühjahr noch nicht funktionieren. Aber wir gucken mal, was wir da insgesamt hinkriegen. Vielleicht trainiere ich auch mal einfach längere Wege mit ihm zusammen. Tja, danach stand dann auch schon was an, wovon ihr nicht wirklich was mitbekommen habt im Videosinne. Das war einfach mein Umzug. Da sind dann auch mal 3,5 Wochen keine Videos gekommen. Da war dann auch wieder ein Problem mit dem Internet. Ja, einige von euch werden solche Horrorgeschichten bestimmt kennen. Wir hatten so eine, da wo es wochenlang einfach kein Internet gab und man musste mit denen diskutieren und es waren 3 Techniker und so weiter und so fort da. Ja. Und diese Zeit ging dann auch sehr nahtlos direkt in die Mittelaltersaison über und die, die mich länger verfolgen, die wissen, dass sowieso in der Mittelaltersaison mal ein bisschen schwierig ist mit Videos. Ja, da versuche ich dann ein Video pro Woche rauszubringen. Das klappt dann auch nicht immer. Da hatte ich dann auch wieder zwischendurch 2 Wochen Pause, wo es keine Videos gab. Aber ich habe es dieses Jahr ein bisschen besser geschafft, in der Mittelaltersaison trotzdem Videos vorbereitet zu haben und zwischendurch zu machen als letztes Jahr. Bin davon überzeugt, im nächsten Jahr kriegen wir jede Woche ein Video hin, mindestens, ja, dass keine Lücken mehr entstehen. Zwischendurch übrigens bei der Mittelalter-Saison gab es dann ein Treffen beim Tripsi, ja, Community-Treffen, Bushcraft auf einer Burg. Da habe ich viele von euch wieder gesehen, ja, auch neue Gesichter. Und das war einfach ein klasse Bushcraft-Treffen auf einer geilen Location, ja, auf einem geilen Ort. Da kann man nichts anderes gegen sagen, auf einer Burg Bushcraft zu machen. Und ja, auch die ganzen Kurse. Das ist nochmal was ganz anderes, ja, was Besonderes im Endeffekt. Und es kam auch ein sehr schönes Video dabei raus, ja, hat mich gefreut, auch eure positiven Kommentare dazu. Und auch heute schreiben manchmal Leute unter das Video, wo ist denn dieses Treffen, wie kann man sich da anmelden? Und da gebe ich dann natürlich auch gerne eine Antwort drauf. Ne? Der Tripsi freut sich immer, wenn neue Leute zum Community-Treffen kommen. Oh, guck mal, so bin ich heller. Muss ich nur so ganz hinten hier so bleiben, so. Ja, warte, ich kann ja vielleicht versuchen, mich an den Baum anzulehnen. Nach der Mittelaltersaison ist vor der Mittelaltersaison, aber ich habe es dann erstmal wieder geschafft, ein paar Bushcraft-Touren zu machen, ja, auch ein paar Ausrüstungs- und allgemein Tipps-Videos zu drehen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich dann wieder reinzuarbeiten, richtig in die Videos. Und da sind auch ein paar sehr gute bei rausgekommen, finde ich. Was ein bisschen zwiegespalten bei euch angekommen sind, sind die Experiment-Videos, ja, wenn es um kleine Schieß-Spaß-Videos geht. Ich muss einfach sagen, mir macht das selber extrem viel Spaß, sowas mal zwischendurch zu machen. Bei manchen von euch kommt es ein bisschen, ja, so bla an. Bei vielen aber auch sehr gut. Ich muss sagen, ich werde das halt immer machen, wenn ich einfach Lust drauf habe
Und ja, wer das nicht schauen will, der schaut sich's dann nicht an. Und die anderen schauen sich's dann an. Und so machen wir das. Die Zeit war vor allen Dingen dann auch da geprägt davon, den Wald hier ein bisschen zu erforschen. Ja, sozusagen mein neuer Wald, ja. Die Gangsterkinder würden sagen, mein Hood. Hab einige schöne Plätze gefunden und vor allen Dingen auch letztens einen Platz, wo ich mit meinem Kumpel jetzt dann gesprochen habe, wo wir vielleicht dann jetzt ein Bushcraft-Camp aufbauen. Was sage ich vielleicht? Eigentlich steht das fest. Wir haben uns das angeguckt und im Endeffekt, ja, ne, wird es darauf hinauslaufen. Mal gucken, wann wir damit schaffen, anzufangen. Und jetzt sind wir auch schon im Dezember beim Jahresrückblick, ja, und was sehr gut bei euch angekommen ist, allgemein einfach auf dem Kanal, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, sind der Outdoor-Adventskalender, ja, die Outdoor-Basics, Outdoor-Tipps und Tricks, kleine Lernvideos, die sind manchmal nur 3-4 Minuten lang, weil sie nur irgendwas Kleines, Elementares zeigen, machen aber sehr viel Spaß und stoßen auch auf sehr viel positive Resonanz. Ich möchte davon einfach noch ein bisschen mehr machen, ja, je nachdem, was für ein Thema euch gerade interessiert oder was ich sowieso noch auf der Liste habe. Ich schreibe sozusagen eine kleine Liste mit Ideen zu Hause vor, wie man das ein bisschen formulieren kann und ein paar Tipps und Tricks, Videos und Lernvideos machen kann. Ja, zum Beispiel steht noch an, wie man den Rucksack richtig packt, wie man jetzt zum Beispiel eine Jacke oder Schuhe imprägnieren kann. Alles, was einfach so praktisch für das Draußensein ist und was für mich mittlerweile Basic-Wissen ist, aber ja, wo der ein oder andere Fortgeschrittene vielleicht eine Lücke hat. Oder ein Anfänger sich halt einfach mal informieren möchte, wenn er überhaupt mit dem Thema Bushcraft, Wandern, Survival und alles, was mit Outdoor zu tun hat, anfangen möchte. Tja, das war im Großen und Ganzen der Jahresrückblick. Das Jahr war, sagt meine Frau auch selber, für sich auch irgendwie ein sehr anstrengendes Jahr. Also es war ein tolles Jahr. Es ist sehr viel Positives passiert, aber es hat auch sehr viel Energie gekostet. Mich auch. Ich merke auch, dass ich ein bisschen ausgebrannt bin, war, ja, ich lade gerade ein bisschen dann meine Batterien wieder auf und vielleicht überlegt man sich nächstes Jahr nicht noch einen Hund zu holen und nicht nochmal umzuziehen, das könnte dann schon sehr viel Kraft sparen. Wie wird es denn dann jetzt im nächsten Jahr weitergehen? Dazu werde ich ein kleines Extra-Video machen, das nächste Mal, wenn ich rausgehe, das bekommt ihr dann an Silvester, da stehen einige Dinge an, ich möchte vielleicht ein bisschen hier schon mal teasern, ich überlege, wie man am besten so ein richtiges Community-Treffen machen kann, vielleicht sogar zweimal im Jahr, Bushcraft-Camp, mehr Mittelalter-Saison, haben wir jetzt noch mehr Märkte, obwohl wir jetzt aber auch ein Auto haben, das uns dabei ein bisschen entlastet und so weiter und so fort. Auf diesem Kanal wird sich auch ein bisschen was mit Namen tun und ja, da passiert sehr viel. Wie gesagt, angeteasert, ja. Im nächsten Video erfahrt ihr mehr und im nächsten Video werde ich euch auch mitteilen, wo ich eigentlich arbeite und warum ich da überlegt habe, ob das so in Ordnung ist, wenn ich dann Ausrüstungsvideos mache und so weiter und so fort. Also bleibt gespannt aufs nächste Video. Und wenn dir dieses gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Schreib mir einfach mal deine Meinung zu diesem Jahr unten in die Kommentare rein. Das würde mich sehr interessieren und auch einfach Vorschläge. Ja, ich nehme mal gerne Verbesserungsvorschläge an, was ich auf meinem Kanal noch besser machen kann, um die Videos vielleicht noch ein bisschen aufregender oder interessanter und wissenswerter auch vor allen Dingen zu gestalten. Ansonsten findest du hier links, rechts, oben meine zwei liebsten Videos dieses Jahr. Ja, einfach mal reingucken, was ich denn eigentlich so am besten finde. Und ansonsten sehen wir uns dann bei dem nächsten Video zu Silvester. Bis dahin, tschüss, tschüss.